Hallo liebe Freunde, und es geht weiter mit Neo, was alles schon passiert ist. Also in der letzten Part waren wir am Anfang verzweifelt, wir dachten so, okay, es ist vorbei, aber wir haben einfach alles verloren. Und dann kam ein Typ, das war dieser Typ, mit dem die anderen immer so gesprochen haben, also die anderen Reaper, und den man halt nicht so gesehen hat jedes Mal. Und ja, das ist einfach, ja, jetzt sind wir wieder im Spiel und versuchen unser Schicksal nochmal zum dritten Mal zu ändern, und wir hoffen mal, dass es diesmal klappt. Jetzt müssen wir einmal mit Kai und die Schwester von Beat treffen und ja, mit ihnen reden in Dogensaga. Das machen wir jetzt. Muss ich wieder irgendwie zurück? Ja, Kai und Rüme, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht, müssen sich gerade treffen. Okay. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung da lassen, und falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet und euch gefällt, was ihr seht, könnt ihr auch gerne abonnieren, um weiteres nicht zu verpassen. Oh, ich bin mega gespannt, Leute. Das war so traurig. Was passiert ist? Wir haben es nach Dogensaga geschafft. Rüme und Kai müssten sich schon getroffen haben. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Ah. Da sind sie. Beat! Leime! Reime, also Reime. Das war sie also. Die ganze Zeit vom PC hat sie also die ganze Zeit Beats irgendwie versucht zu suchen, und die haben die ganze Zeit geschrieben. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist Schwallow. Stopp mal kurz. Das ist Beats Schwester? Oh. Meine Güte. Hä? Ah ja. Was willst du damit sagen? Hallo zusammen. Hey, Reime. Ich heiße Tosei Furesawa, aber meine Freunde nennen mich Fred. Fred hat ein Auge auf sie. Und ich heiße Raimo Bito. Raimo, Raimo. Oder ist sie jünger als Fred? Ich weiß gerade nicht. Aber du kannst mich Raimi nennen. Und ihr zwei müsst Rinder und Nage sein, oder? Der bin ich. Hoch erfreut. Hm, ich sehe aber nur vier von euch. Wo sind Eneko und Shoka? Hier. Hast du Tomaten auf den Augen oder was? Ich glaube, sie sieht uns wirklich nicht. Ihr seid alle noch am Leben. Wir sind jetzt Teil des OGs. Coco und Kai konnte ich auch nicht sehen. Aber Coco hat mir per Reaper Report Nachrichten geschickt. Und Kai hat mir wie sonst auch geschrieben. Reaper Report? Ein Spiel der Weissagung? Also Weissagung, bei dem sich eine Münze von selbst über ein Stück Papier bewegt? Oh. Ach, wie auf dem Wushi-Brett oder wie das heißt? Du hast ziemlich Mumm, gerade jetzt, um einen Gefallen zu bitten. Dabei bin ich total beschäftigt. Ich weiß, ja, sorry. Alles gut, für Shibuya würde ich so ziemlich alles tun. Man riecht sich. Hi Rindo. Raimi und ich analysieren schon unseren Gegner. Wir haben ein paar komische Wesen entdeckt, die in Shibuya lauern. Wesen, die unseren eigenen spirituellen Energie beängstigend ähnlich sind. Ja, was das angeht, ich glaube, diese Neues tauchen auf, wenn ich meine Kräfte einsetze. Mit jedem Zeitsprung wurde es mehr. Und ich bin sicher, beim nächsten Aufeinandertreffen sind es noch mehr. Die Zeichen stehen leider alle auf Ja. Unsere Daten sollten eigentlich die einzigen Informationen sein. Doch anscheinend sind in der Stadt auch beschädigte Daten versteckt. Es ist also unsere Aufgabe, diese Daten unter Kontrolle zu bringen. Aber wie stellen wir das an? Nee. Redest du mit Kai? Ich weiß nicht, ob ich wie er von beschädigten Daten sprechen würde, aber was es auch ist, es gibt eine ganze Menge davon. Und damit müssen wir uns rumschlagen. Ich fürchte ja. Und wir sind gerade mächtig in der Unterzahl. Was naheliegt, dass unsere Erfolgschancen null tendieren. Naja, Kai und ich versuchen, eine Lösung zu finden, wie man einige der Daten los wird. Zwei Köpfe sind schließlich besser als einer. In der Zwischenzeit müsst ihr so viele Leute wie möglich um Hilfe bitten. Wer gut vorbereitet ist, ist auch gut gerüstet. Gerüst? Ihr Intellekt ist äußerst beeindruckend. Hey, Neko? Hey, Raimi, sie kann mich auch nicht hören. Hey, hast du TJ gerade gehört? Nein, leider nicht.
aber dein Gesichtsausdruck verrät mir in etwa, was er gesagt hat. Schön, dass ihr zwei euch gefunden habt. Wenn das alles vorbei ist, erwecken wir dich ruckzuck wieder zum Leben. Das hoffe ich. Shiki kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Enttäusche sie also nicht. Alles klar. Alles klar, sagt er. Hey, weiß ich doch. Okay, hey, muss ich jetzt nicht sein, Coco. Raimi und Kai überlegen sich einen Plan, wie wir die Noise auslöschen können. Und wir müssen Leute finden, die uns im Kampf helfen. Aber wen können wir fragen? Shiba vielleicht? Er soll das Spiel auf Eis legen und dann auch noch an unserer Seite kämpfen? Ob er sich darauf einlässt? Ja, muss er ja wohl. Sonst wird er wieder ausgelöscht. So oder so. Ist schon komisch. Hätte nie gedacht, dass ein Reaper mich mal um Hilfe bittet. Ich dachte auch nicht, dass jemand aus dem AG den RNS infiltriert. Du hast wahrlich bewiesen, dass man dich nicht unterschätzen darf. Es wäre töricht von mir, dich nicht um Hilfe zu bitten. Wenn du das sagst... Trotzdem, du steckst voller Überraschungen. Warum ist ein Reaper so scharf drauf, meinem Bruder und seinem Team zu helfen und will sich sogar gegen den Spielleiter auflehnen? Willst du das wirklich durchziehen? Ja, nur so kann ich meinen Traum von einem digitalen Archiv aller möglichen Phänomene verwirklichen. Das ist ja ein Wahnsinnstraum. Deine Hilfe bei der Datenanalyse war überaus wertvoll. Unfassbar, dass wir selbst dieser Phänomen erklären konnten. Und was Shinyoko angeht, haben wir ebenfalls Arbeit vor uns, auch wenn uns nur noch Daten bleiben. Ganz zu schweigen von Shibus einzigartigen Schwingungen. Ich möchte einfach auch weiterhin möglichst viele Daten analysieren und archivieren. Dann machst du also bei uns mit? Ganz recht, das freut mich. Und ich hoffe, dein Traum wird wahr. Vielen Dank, Raimi. Dann sollten wir uns an die Arbeit machen. Okay, ganz kurz, haben wir irgendetwas? Nein. Okay, mit Hishima an der Tipsy Toast Hall reden. Okay, dann mal wieder zurück. Wir brauchen Hishimas Hilfe. Okay, je mehr wir unser Pin wieder benutzen, Leute, umso mehr stärker werden die Noise. Also ich bin echt gespannt, wie das hier unsere Freunde das lösen möchten. Also wir versuchen, eine Leute zu finden, dass sie mit uns arbeiten. Okay, wir sind an der Zipsi. Also als nächstes müssen wir Hishima finden und ihn um Hilfe bitten. Wenn jemand Shiba überreden kann, uns zu helfen, dann er. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Und ich denke schon, das wird gut gehen. Hey, ist das Hishima? Seid gegrüßt, du Gitterwisters. Hi Hishima, ich wollte mit dir über etwas reden. Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ist es etwas Unerfreuliches. Ich habe bereits von den Shibu-Reapern gehört, dass das Spiel unterbrochen werden soll. Hat sich die Situation geändert? Gewissermaßen. Ich habe wieder die Zeit umgekehrt. Ah, dein Plan ist also nicht aufgegangen. Meine Überzeugungskraft konnte Shiba nicht umstimmen. Daran lag's nicht. Du warst echt super. Es war noch nicht genug. Du musst ihn davon überzeugen, sich uns anzuschließen. Ganz schön viel verlangt. Ich weiß, aber denkst du kannst es nochmal versuchen? Eigentlich wäre das ja mein erster Versuch. Ich versuche es, ihn... ich versuche es. Ihn um Hilfe zu bitten, wird aber definitiv schwierig. Meinst du? Allerdings, in all den Jahren hat er nicht ein einziges Mal kooperiert. Ha, war nur ein Scherz. Fragwürdiger Zeitpunkt für Scherze. Ihn dazu zu bewegen, seine Handeln zu unterbrechen, ist eine Sache. Ihn davon zu überzeugen, seinen Handel zu ändern, eine ganz andere. Wäre ich doch nur in der Lage, diesem Sturkopf etwas einzuflüstern. Das würde es bestimmt einfacher machen. Wenn ihr jemand finden könnte, der ihm seine Fehlverhalten aufzeigt, dann besteht womöglich noch Hoffnung. Aber wer wäre dazu in der Lage? Tsugumi, nehme ich an. Niemand war länger an seiner Seite als sie. Leider habe ich keinen Schimmer, wo sie sich derzeit aufhält. Coco hält sie an einem sicheren Ort versteckt. Ich weiß nicht, ob sie bei Mr. Miaos momentanem Zustand helfen kann. Aber ich kann Coco mal fragen. Was ist denn? Ja, sag schon. Ich brauche deine Hilfe, Rindo. Hä? Wobei denn? Wir haben doch Coco drum gebeten, Reime zu treffen, mit Kai zu bringen. Und Coco war gerade zufällig in der Gegend. Sie war wohl wegen Shiki da. Sie hat dort auf sie gewartet. Shiki, ist das nicht deine Freundin?
Ja, sie hat Mr. Mio zum Leben erweckt. Anscheinend wollte Coco Shiki zum Tsukumi bringen, damit sie die Puppe repariert. Wenn sie das schafft, sollte Tsukumi aus ihrem kuscheligen Knast befreit werden können. Und wenn sie frei ist, könnten wir sie um Hilfe bitten. Nur ist Coco nicht mehr dort. Sie hat Rei mit zu Kai gebracht. Vielleicht kann jemand anders Rüme beschützen. Wir sollten zurück zum Tokyo Plaza und dort mit der Suche beginnen. Okay. Tokyo Plaza. Da wären wir hoffentlich zum letzten Mal. Ja, hoffentlich. Hoffentlich schaffen wir das, besser gesagt. Mit wem schreibst du? Niemand. Hast du eine Freundin? Niemand. Und lass mich jetzt. Moment, Beat. Deine Schwester Raimi kommt, um Kai zu treffen. Sie analysieren die Neues zusammen. Sie helfen uns, damit wir eine reelle Chance haben. Ach echt? Warte mal, woher weißt du das mit meiner Schwester? Ach ja, Zukunft. Ja, Beat. Genau, und ich weiß, dass deine Schwester uns helfen muss. Nur so können wir die Neues auslöschen. Sie muss sich mit Kai irgendwo in Dogensaga treffen. Und ich muss wen finden, der sie dorthin begleitet und sie beschützt. Ich habe ihr gesagt, es ist zu gefährlich zurückzukommen. Aber meine Meinung ist nicht mehr wichtig. Jetzt steht alles auf dem Spiel. Du schaust schon die ganze Zeit so ernst, Mann. Also, was soll ich ihr schreiben? Hast schon einen parat, der sie beschützt oder was? Wen kann ich fragen? Wer hat gerade Zeit? Bestimmt Rüdi. Ich hab's... Ozuki. Hey, Ozuki. Ja? Kennst du Beats Schwester Raimi? Raimi? Sie ist gerade... Bito ist mir bekannt. Sie ist gerade am Bahnhof von Shibuya angekommen. Sie will sich mit Kai in Dogensaga treffen. Kannst du sie dahin begleiten? Warte mal kurz. Du weißt schon, dass ich andere Sachen zu tun habe? Bitte, Shibuas Schicksal hängt davon ab. Du meinst, die Stadt wird ausgelöscht, wenn ich nicht helfe? Yep. Na gut, ich kapier's nicht, aber bin dabei. Nur vom Bahnhof bis nach Dogensaga, ja? Ich mache mich jetzt von der Cat Street auf den Weg. Bin bald da. Vielen Dank. Sag ihr, ich bin auf dem Weg. Mach ich. Okay, Ozuki holt jetzt Raimi ab. Dann sage ich Raimi, sie soll bleiben, wo sie ist. Puh, die Sache mit Raimi und Kai ist geregelt. Um die Lösung für die Neues können sie sich kümmern. Jetzt sollte Shiki Mr. Mio reparieren können. Und dann kann Hishima mit Tsukumi reden. Hoffentlich klappt das alles. Hoffentlich. Hoffentlich. Mit Hishima an der Tipse toll. Okay. Hishima muss sich mit Tsukumi unterhalten. Also wenn das diesmal auch nicht klappt, Leute, dann hat es keinen Sinn mehr. Zurück zu Tipsy. Mal wieder. Ob Tsukumi wohl endlich frei ist? Hoffentlich geht's ihr gut. Bestimmt, sie hat schließlich Mr. Mios Schöpferin bei sich. Was ist denn? Ach nichts, hab nur an diese Schöpferin denken müssen. Sie hat doch auch Gatonero ins Leben gerufen, oder? Ich habe eine Menge Klamotten von GN. Also Gatonero. Wäre sicher cool, sie zu treffen, aber egal. Ja, voll. Neko kann euch sicher bekannt machen, wenn alles vorbei ist. Ja, bestimmt. Shiba. Vor 3 Jahren sagte er, er wollte Shinyoko zu neuen Höhen verhelfen. Das hat ja wunderbar funktioniert. Hat er uns belogen? Wir haben ihm geglaubt, alle Reaper in Shinyoko. Wir haben gegen den Status Quo und den Spielleiter gekämpft. Und wofür das alles? Damit dieser Kobo seinen Willen bekommt? Das regt mich so auf, aber... Was? Ich habe nichts gesagt. Die ganze Situation ist so ätzend. Aber wäre Shinyoko nicht zerstört worden, hätte ich Rindo nie kennengelernt. Komm schon, wir müssen weiter. Am Ende wird schon alles gut. Alles, wenn du meinst. Hey, ist das Hishima? Seid gegrüßt, Wicked Twisters. Hör mal, du musst mir einen Gefallen tun.
Dabei wollte ich euch gerade mit meinem geistreichen Humor verwöhnen. Seit wann hat der Humor? Komm einfach zum Punkt, Dumpfbacke. Der Typ, der Shibuo auslöschen will, er ist verschwunden. Er? Kannst du dich an einen Reaper namens Cooper erinnern? Kann ich nicht behaupten. Dachte ich mir, ich erklär's dir. Yare. Ich klinge wie Hishima der Herzlose, nicht wahr? Ein treffender Titel. Dass ich die Zusammenarbeit der Rat stur verweigert habe? Naja, du hast es selbst gesagt. Wenn jemand Shiba überzeugen kann, seine Pläne zu ändern, dann Tsukumi, nicht du. Allerdings, und nach allem, was ich gehört habe, würde ich es erneut sagen. Aber wisst ihr, wo sie sich aufhält? Also ich glaube, sie sitzt fest. Was? Sie wurde noch nicht befreit, sie sitzt noch fest. Aber warum? Koko hat mir gerade geschrieben, sie hält Tsukumi in dem Café in der Cat Street versteckt. Aber wegen der vielen Neues in der Gegend kann Shiki nicht zu ihr. Und ich glaube nicht, dass Karia sich allein um die kümmern kann. Verdammt. Stimmt, hab vergessen, dass Karia allein ist. Wir haben zurzeit einen personellen Notstand, also werde ich mir den Hintern aufreißen. Er kann nicht mehr auf Ozukis Hilfe bauen. Aber vielleicht können wir helfen. Ja, müssen wir ja wohl. Ich helfe Karia lieber. Das ist viel zu viel hin und her, aber muss ja, wenn wir irgendwelche Sachen ändern müssen. Okay, zurück in der Cat Street. Osige begleitet Raimi nach Ogensaka, also hält Karia hier allein die Stellung? Er muss sich bestimmt noch von Shibas Neues erholen. Also braucht die unsere Hilfe und zwar schnell. Hallo. Ja. Alles fit im Schritt? Karia-san. Headphone. 本当に戻ってきたとはね。 久しぶりだな。大丈夫なのか? 一度ヘマしてから調子がいまいちだ。 うずきもいないし、ちょっと大変だな。 ノイズの量が異常では。 どうも、あのカフェに ノイズどもが吸い寄せられているみたいでね。 しばらく気は抜けない。 手伝います。 少しでも! そいつは助かるね! Tja, dann wollen wir mal loslegen. いい度胸じゃねえか! みんな! 気をつけろ! ありがとうよ、ネイク! やけど素直だな! Oh Gott. Oh, Fred wird verfolgt. Fred. Und waren das alle? Einer lebt, glaube ich, noch. Perfekt. お米に預かり光栄ですね。終わる気配なし。そうだ。ずっとここにいられるわけじゃ。 時間になる前にシーバの説得もしないと何もできないまままたバッチが何か手はないのかゼプトグラムども南歪みが計算しきれなくなったか
南俣さん。たまう。泣き。クラッシュ。おやおや、また別方向に禁断化でもしたのかな。おめえ何しに来やがった。剣山の時間だ。取り込んだ能力の値がどこまで反映されるか。よくわかんないけど、ノイズを任せてもいいってことか。 おいネク、俺たちはシーバの元に急がなきゃならない。渋谷を守るため、もし力を貸してくれるなら。俺は俺の目的のために動くだけだ。Das ist uns egal. Hauptsache du machst mit. それでいいよ。お前も渋谷を狙ってただろ。え？その渋谷の崩壊は許せないよな。おい、ゼプトグラム。時間逆行してやがるな。逆行したことで生まれたゴミ。そいつに負けたか。そうです。待っても、俺は必ず渋谷と仲間たちを守る。くっ、ゴミの性質は完全に解析済みだ。ん？存在が否定された痴漢前の人間の思念、時間逆行の度に増殖する。あれ、そうだ、あいつが生死として一度は正しく存在した人間の思念のエネルギー。最初に存在したはずの思念は行き場を失って漂い、それが俺のバッジに溜まっていってる。あのノイズは運命を変える前の思念なんだ。でも、じゃあ一体どうやって戦えば。対抗できる可能性はゼロじゃねえ。え、同質のソウルなら座標を合わせれば上書きができる。え、上書きする。渋谷に存在する人間のソウルなら、存在しない人間のソウル、ゴミを消し潰せる。あ、だがそれには今の渋谷の人間の覚醒レベルが低い。覚醒レベル、意識のね、今の渋谷じゃゴミには勝てねえ。あとはお前らが計算しな。いや、勝てねえじゃダメだ。リンド、渋谷の人たちを何とか起こせばいい。そうだ、カイエさんたちに情報を伝えれば、相談すればいい案が出るかもしれない。ビートさん、お、さっきの話をライムさんに連絡してください。あのノイズを抑える方法を考えてくれるかもしれない。お、お、任せろ。で、さっきの話って、ん、結局どういうことだ。今から言うから、それ送ってくれ。そうだ、あとはシーバの説得。南本さんがノイズを倒してくれる。それならつぐみが解放されるはず。なんとかなる、なんとか。時間を戻すねえ、難しい能力だよ。しかし珍しいね、お前さんがちゃんと会話するなんてさ。お前には関係ねえ、俺は俺の目的で動いてるだけだ。やつもバカじゃないか。さて、踏ん張りどころってやつだな。いや、そらんや。Auf unserer Seite ist mit Hishima an der Tipps. Okay, Hishima. Wenn Hishima nur mit Shiba reden würde. Mann, wie oft habe ich das jetzt erlebt? Wie oft habe ich das Neues noch stärker gemacht? Nein, so darf ich nicht denken. Lindo.Alles gut bei dir?
Ja, mir geht's gut. Das kaufe ich dir nicht ab. Du bist den ganzen Tag schon nervös, als würdest du um dein Leben kämpfen. Das ist ja auch so. Ich will nicht ausgelöscht werden und auch sonst soll niemand ausgelöscht werden. Also tue ich alles, um das zu verhindern. Gut. Ja, natürlich werden die Neues immer stärker mit jeder Zeitreise, was Rindo oder wie übernehmen. Aber anders geht's ja nicht. Oh, ja, das ist Hishima. Hishima-san, wir brauchen deine Hilfe. なるほど。 できるだけ多くの協力が必要です。菱島さんやシーバの力もシーバを説得してもらえませんか。全てを知っているような目で見られたら反論はしづらいな。シーバの説得につぐみもいたらと菱島さんが言ってました。つぐみは無事に解放されたよ。死神同士なら連絡できるだろ。話してみてくれ。 つぐみを連れてシーバを説得しろということか。協力がいるんです。お願いします。了解した。できるだけのことはしよう。渋谷の崩壊は俺も望んでいない。スクランブル交差点で合流しましょう。Okay, Hishima und Tsukumi sollten Shibaf unserer Seite ziehen können. Bleibt noch das Problem mit den Noise. Nein, das wird schon. Raimi und Kai überlegen sich was. Darauf muss ich vertrauen. So, mit Kai und Raimi, du kannst ja gar reden. Leute, das machen wir beim nächsten Part. Ich beende das Ganze hier. Ja, was soll ich sagen? Mal sehen, hoffentlich klappt es diesmal. Wir sind ziemlich am Ende. Und ja, danke fürs Schauen und wir hören uns beim nächsten Part.